Moin von der Insel, herzlich willkommen auf La Palma, herzlich willkommen in Santa Cruz. Wir sind auf La Palma heute Morgen angekommen, festgemacht, gefrühstückt und heute bin ich alleine. Meine Frau, der geht es heute nicht ganz so gut, deswegen macht sie heute mal einen Kabinentag. Ich bin jetzt hier in der Fußgängerzone von Santa Cruz und ja, meine Aufgabe besteht darin, die Stadt zu genießen und euch daran teilhaben zu lassen. Viel Spaß dabei! Jetzt stehe ich hier vor dem Rathaus von Santa Cruz. Das wurde im Übrigen 1567 gebaut. Wahnsinn, oder? Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam rein. Dann könnt ihr das mal euch anschauen. Ich habe mir gerade so eine Infotafel durchgelesen. Da gibt es viele schöne Dinge zu sehen. Sehr imposante Treppe. Musik.
Das ist also auch wieder typisch spanisch, egal wo du bist, ob du im Supermarkt einkaufst, ob du in der Apotheke bist oder ob du im Rathaus bist. Du ziehst immer eine Nummer. Und so kommt es niemals zu Stresssituationen, weil irgendjemand sagt, ich war aber vor Ihnen dran. Manchmal muss man diese Zettelautomaten allerdings auch suchen. Wir waren neulich im Hyperdino und haben am Fleischtresen diesen Nummernautomaten gesucht und nach 5 Minuten auch gefunden. Ja, schöner Arbeitsplatz hier im Rathaus, in so einem historischen Gebäude zu arbeiten, von 1567. Das ist nicht alltäglich. Ja, sogar aus Spanien kommen hier Reisegruppen nach La Palma. Thank you.
Venga, hasta luego.
Das war er dann nun auch, der Spaziergang durch die Fußgängerzone von Santa Cruz hier auf der wunderschönen Insel La Palma. Ich habe heute mal versucht, meinen Sabbel etwas zu halten, um die Bilder zu wirken zu lassen, ganz schön schwieriges Wort. Und meine Aufgabe besteht natürlich jetzt darin, in dem Schnitt zu versuchen, eine vernünftige Musik zu finden, die zu den Bildern passt. In Ermangelung von original kanarischer Musik, auf die ich sogar noch die Rechte habe, muss ich natürlich auf das zurückgreifen, was ich denn so habe und was ich auch verwenden darf. Und ich hoffe, dass ich irgendetwas finde, was zu den Bildern passt, und wenn nicht, Pech gehabt. Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und konntet Santa Cruz bzw. die Fußgängerzone, die Innenstadt, einigermaßen genießen mit mir gemeinsam und habt euch möglicherweise an den Bildern erfreut und vielleicht hat der ein oder andere mal Appetit bekommen, La Palma zu besuchen. Ich finde, ein Besuch ist auf jeden Fall es wert, diese Insel einmal gesehen zu haben. War natürlich nur ein kleiner Ausschnitt heute. Santa Cruz, sehr, sehr schön ist es auch auf der anderen Seite der Insel in Los Llanos. Da haben wir aber auch schon mal ein Video gemacht. Vielleicht findet ihr das ja bei uns in unserem YouTube-Kanal. Ich sage an dieser Stelle immer wieder gerne Dankeschön für eure Unterstützung und sage bis zum nächsten Mal. Hasta luego.